Sehr geehrte Zuschauer, Schönebeck ist bekannt für sein Salz. Das kriegt man hier und dort immer wieder zu hören und zu sehen. Aber demnächst wird Schönebeck, insbesondere der Ortsteil Frohse, für eine ganz andere Sache bekannt sein, nämlich für sein Bier. Denn eine Brauerei ist kurz vor der Eröffnung. Wir waren einmal vor Ort, um zu schauen, wie weit ist denn Stand der Dinge und welches große Event erwartet alle Besucherinnen und Besucher am kommenden Samstag in Frohse. Die Elbbrauerei Frohse öffnet am Samstag, dem 30. September, zum ersten Mal ihre Tore. Zur feierlichen Eröffnung wird ein traditionelles Brauereifest mit einem bunten Programm gefeiert, bei dem alle Besucher die Möglichkeit haben, das Frohse Original sowie viele weitere Biere zu probieren. Stefan Henning, Geschäftsführer der Elbbrauerei Frohse, berichtet, wie die Eröffnung vonstatten geht und warum sich ein Besuch auf alle Fälle lohnt. Ja, wir bauen eine kleine Brauerei auf hier in Frohse, im Ortskern von Frohse in Schönebeck. Und wir wollen nächste Woche, also jetzt am Samstag, ein kleines Fest machen. Das ist halt das typische Brauereifest, was viele Brauereien auch haben. Möchten wir mit Tänzchen-Tee beginnen am Samstag, haben am Sonntag noch einen Frühschoppen, natürlich musikalisch untermalt mit einem schönen Akkordeonspieler und einem Shantycore aus Schönebeck. Und ja, wir wollen einfach ein bisschen Kultur reinbringen, wollen das Bier und das Produkt den Leuten einfach ein bisschen näher bringen und haben deswegen am Samstag ab 10 Uhr Tag der offenen Tür, wo jeder mal kommen kann. Es wird fertig aussehen, aber nicht fertig sein. Das ist momentan so das Motto, nach dem wir arbeiten müssen, weil ziemlich viele Gewerke ineinander greifen. Hier auch noch Kessel angefertigt werden. Also die letzten Kessel, die jetzt geschweißt werden, die werden am Freitag fertig. Und wie gesagt, jeder, der vorbeikommen möchte, kann einfach mal reingucken, sich ein bisschen erklären lassen, um was es hier geht und was wir hier vorhaben. Also am Samstag ist ab 10 Uhr die Brauerei offen. Des Weiteren gibt es unten ein großes Festzelt auf den Elbwiesen, wo natürlich für das leibliche Wohl gesorgt wird, also Essen und Trinken, natürlich das Bier von hier. Und zwei Bierwagen haben wir dort unten und ab 19 Uhr gibt es den Einlass für das Konzert von Tänzchen-Tee. Und ja, wie gesagt, Hüpfeborgen, Mahlstraße, also alles so drumherum. Die Rhönrads kommen vorbei und machen ein bisschen Rollerei. Und ja, ich denke, es wird sehr angenehm. Und auf das Frühschoppen freue ich mich natürlich auch am Sonntag. Da wird die Brauerei wahrscheinlich nicht offen sein, weil ich selbst mit am Tisch sitzen werde, um einfach mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und dann. Also der Eintritt für die Brauereiführung und Tag der offenen Tür ist gratis. Und der Ausschank selber unten am Festzelt, das ist auch alles soweit kostenlos, bis auf das Konzert abends. Da müssen dann einmal die Leute kurz raus aus dem Zelt, es werden die Karten abgerissen und dann geht es auch schon los an die Musik. Frühschoppen geht ab 8.30 Uhr los, ab 9 Uhr wird der Shantycore singen, ungefähr bis um 11 Uhr und zwischendurch ist dann noch der Opa Knapp. Das ist ein 85-Jähriger oder 84-Jähriger, ist er, glaube ich. Er kommt aus Magdeburg, kommt mit seinem Akkordeon und wird durch hier reingehen und uns musikalisch verköstigen. Wir wollten wissen, wie es zur Eröffnung kam, welche Beweggründe dahinter stecken und warum die Brauerei in Schönebeck eröffnet wird. Ja, ich sag mal, Magdeburg und Region, auch Schönebeck, haben eine alte Brauereitradition. Seit den frühen 90ern natürlich immer weniger geworden. Ja, und das wollen wir halt wieder ein bisschen aufleben lassen, vor allen Dingen den Leuten das Produkt näher bringen. Dass es nicht immer nur klar und filtriert sein muss, sondern halt auch mal naturtrüb, frisch. Ja, und das ist halt die Nähe zum Produkt und die Nähe zum Kunden einfach zu haben, ja, um einfach auch Genuss zu verbreiten. Schauen Sie doch am Samstag, dem 30. September 2017 in der Elbbrauerei Frohse am Reuterplatz vorbei. Die Veranstalter haben keine Mühen gescheut, um dieses Fest abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten. Sehr geehrte Zuschauer, wenn Sie Lust haben, uns mal in unserer entstehenden Brauerei am Tag der offenen Tür zu besuchen, sind Sie recht herzlich eingeladen natürlich. Und dann sehen Sie mal, wo das Produkt Treibgut herkommt, der Elbröver und der Schwarze Reuter und natürlich auch noch viele andere Froser Früchtchen, sage ich mal. Ja, herzlich willkommen am 30.09., den Samstag ab 10 Uhr.